Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart. Um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Die Welt wird heute nicht untergehen. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt. Es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was? Was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Na, das kann eine Weile dauern. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht? Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Und Poki legt los. Der Raum hat sich sehr stark geändert, nachdem wir den Walkthrough nochmal überarbeitet haben. Vielleicht habt ihr schon versucht, da rechts neben der Duschkabine, das mit dem der Zahnpasta und so weiter, das ist die Duschkabine, rechts das Handtuch zu nehmen. Das konnte man mal. Jetzt kann man es aber nicht. Blöd, dass es immer noch drin ist, weil man sucht ja in diesem Kapitel tatsächlich nach einem Handtuch. Das hätte uns auffallen können, dann hätten wir es einfach weglassen können, weil es ist ja mitnehmbar gezeichnet worden. Das heißt, die Koffer sind auch darunter weitergezeichnet. Wir haben es nur vergessen und es einfach drin gelassen. Das ist dämlich.
es ist natürlich festgewachsen, fehlt der entsprechende Sprachpfeil, wo Rufus einen darauf hinweist. Aber ich möchte euer Augenmerk sowieso nicht zu lange auf unsere Logikfehler verweilen lassen und möchte euer Augenmerk vielmehr zu dieser Deckenlampe navigieren. Und jetzt muss ich doch mal ganz ehrlich sagen, erst im dritten Teil sagt meine Freundin mir irgendwo, sag mal, muss das eigentlich sein, dass Micha halt in jedem Screen wieder Penisse zeichnet? Und da ist es mir erst aufgefallen. Tatsächlich, in jedem Scheiß-Screen ist halt irgendwo ein Penis zu sehen. Micha, was soll denn das? Diese Deckenlampe ist halt, hängt da wie ein riesiger Phallus von der Decke. Also, natürlich ein bisschen Fantasie halt irgendwie. Keine Ahnung, was Micha zum Frühstück isst, dass er halt solche Eier da... Also, aber, da ist ein Penis an der Decke. Meine Güte, ich hoffe, jetzt kriegen wir nicht eine andere USK-Einstufung. Sonst muss ich den Entwickler-Kommentar nochmal aufnehmen. Oder es merkt einfach niemand. Es hat niemand gemerkt. Obwohl die Deckenlampe erwähnt hat. Ja. Zahncreme? Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen, nur mit weniger Karies. Dann gehen wir wieder raus. Ja, nee. Was haben wir denn so dabei? Na, jetzt gehen wir erstmal wieder hier rein über... Das ist doch Cletus. Oh, Müll hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbott. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesindel. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Goal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Ja, aber jetzt benutzen wir erstmal die Tasche mit der Mutter. Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Eine Mutter. Ja, Fischmesser. Was ist klein und rund und riecht nach Fisch? Eine Mutter. Mit dem Kopfkissenbezug? Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ein Blutkakao. Eine Mutter. Und Zahncreme. Wahrscheinlich auch was mit Flecken. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Eine Mutter. Okay, dann schauen wir doch mal in unsere Tasche. Mal gucken, was Boso alles mit sich rumträgt. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, es ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Schampon? Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Hoho. Oh, da hängt ein handgeschriebenes Etikett an der Flasche. Mein liebes Berli. Berli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Ja, das werden wir später noch erfahren, was da drin ist. Aber jetzt erstmal Taschen austauschen. Dann schauen wir mal an, was in dieser Tasche ist. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan, Kristallgläser, Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha! Geld.
kriegen Geld. Aber jetzt müssen wir zur Rezeption, nicht wahr? Und raus, und jetzt können wir mal die Toilettentür benutzen. Oder einfach mal hier reinschauen, nicht? Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Aha. Klitzes aus dem Zimmer locken. Das wissen wir doch gar nicht, dass wir das müssen. In Klitzes Zimmer einbrechen. Plasma Austausch, Schlube, die Bammutfeld-Relais finden. Zurück zur Dark Operation durchführen mit Gold nach Elysium. Na dann, klopfen wir mal an. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhö. Temporaldiarrhö? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Das war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Ja, dann gib ihm doch mal Papiergeld, nicht wahr? Hier, damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier. Nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Ja, Assistententür benutzen. Kloschüssel angucken. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Ja, dann spül mal. Schon, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Ja, aber das Toilettenpapier können wir noch mitnehmen. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Ja, jetzt haben wir Toilettenpapier, nicht wahr? Dumm, dass hier nicht angezeigt wird, wo wir reingehen. Aber zum Glück weiß ich es ja schon auswendig. Hier Fragezeichen, Fragezeichen. Da fehlt Skriptzeilen. Ein Skriptpaket, das sagt, dass diese Räume hier so heißen. Aber jetzt, das Champon? Ah nein, erst müssen wir ihn schmutzig machen. Also, Staub. Ich sehe, dass du verzweifelt bist, Rufus. Gönn dir eine Pause. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Ah, okay, kamen wir noch nicht. Dann gehen wir nach unten. Und holen uns eine Pastete. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Ja, dann schleifen wir es kleiner. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Boah, abgeschliffene Münze. Rein damit. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Oso den Vortritt lassen. Ja.